Backstage hinter den Kulissen des Musikgeschäfts. Der Podcast mit Björn Krumbügel. Eididididi, sind denn 2 Wochen schon wieder vorbei? Das reimt sich ja sogar. Vielleicht sollte ich mal versuchen, einen Song zu schreiben. Ja, heute der zweite Teil vom Podcast mit dem lieben Christian Geller. Eine kleine Anmerkung. Leider sind vor allem zum Ende hin von der Folge hier ein paar Artefakte zu hören. Das irgendwie digitale Verzerrung habe ich leider nicht drauf aufgepasst beim Aufnehmen. Ich habe sie versucht, so gut wie es geht, auszumergeln, aber ein paar sind einfach drauf, weil sich sonst die Aussage von Christian nicht nachvollziehen lässt. Von daher bitte ich zu entschuldigen und kommt definitiv das nächste Mal nicht wieder vor. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim zweiten Teil. Ja, ich meine, man muss mal überlegen, 1985 war ich 10 Jahre alt. Also 84 ging es ja los mit Yamaha, hat Yamaha Soul, da war ich 9. Als ich dann, erstmal war Yamaha, hat Yamaha Soul natürlich auch die erste Platte, die ich mir selbst gekauft habe, weil ich den Song toll fand, aber der Impuls, es zu kaufen, war, dass mein Vater mir erzählt hat, ja, der Junge, der kommt hier irgendwo aus der Gegend, so, der Sänger davon. Und ich so, ach krass, ist ja Wahnsinn. Und der hat das geschafft und da gibt es jetzt eine Single und so weiter. Und dann war das auch noch so, dass das plötzlich auf Nummer 1 war in Deutschland und der kam halt hierher und der hat hier irgendwo in der Nähe gewohnt und so. Das hat mich total, das war so, plötzlich war das alles so nah. Weißt du, es war, ich habe mir die Bravo nie gekauft wegen den nackten Weibern, sondern wirklich immer nur wegen den Hörercharts und habe eben versucht zu analysieren, warum es jetzt Aha auf Platz 1 und Duran Duran nur auf 3 und so, was machen die vielleicht nicht so richtig wie Aha und so. Und plötzlich war da Modern Talking auf 1 und der Typ, der war erreichbar, also der war in der Nähe. Und dann fing ich halt an, tatsächlich eigene Songs zu entwickeln mit 11, 12, weil ich dachte, ja, wenn ich gute Nummern schreibe und der wohnt hier in der Nähe, dann kann er die auch mal singen. Aber auch da wieder ein Traum ja, und. So, aber was eben noch toller ist, ist, dass Thomas dann irgendwann, ich habe ihm dann sehr, sehr viele Demo-Kassetten in die Post geschmissen und habe auch nicht auf die Post vertraut, sondern obwohl ich wirklich ein fauler Sack bin, was Sport angeht, habe ich damals mein Fahrrad bemüht und bin regelmäßig zu dem nach Hause gefahren mit dem Fahrrad als Kind und habe da Demokassetten eingeworfen. Und es hat ein paar Jahre gedauert, aber ich bin da eben dran geblieben auch. Und irgendwann rief er tatsächlich an, bei meinen Eltern noch. Gab es noch keine Handys und so, rief der Thomas anders an. Krass, ja. Ja. Und dann hat er was gesagt, hast du da gedacht? Ja, da war ich so 17, 18, sowas. Ich glaube, ich hatte noch keinen Führerschein. Da war ich sehr beeindruckt, dass der da anrief. Ne? Und ich konnte das kaum glauben, als meine Mutter gesagt hat, Christian, Telefon, hier ist der Thomas Anders am Telefon. Das war Wahnsinn. Das, so. Modern Talking gab es natürlich lange nicht mehr. Es war dann Anfang, Mitte 90er. Anfang 90er war das. Und Thomas hatte natürlich auch so eine Karrieredelle damals. Der war ja viel in Russland unterwegs dann. Aber 98 kam das große Modern Talking Comeback. Aber so richtig Kontakt aufgenommen hat er damals zu mir so 92, würde ich sagen, ungefähr. Und dann hat er gesagt, die Sachen sind eigentlich ganz gut, die du da machst. Ich habe das jetzt mal, hab mal in so ein Tape jetzt reingehört und so. Wirklich 50 Kassetten später. Ne? Also, und ich so, okay, krass. Lass uns doch mal irgendwie mal treffen und dann können wir ja mal gucken, vielleicht kann ich ja mal das ein oder andere als Demo einsingen und dann können wir ja mal gucken, ob wir die Nummern mal anbieten, so im Markt. Und dann habe ich gesagt, ja krass und so weiter. Und dann hatte ich so mein kleines Projektstudio. Ich habe immer noch zu Hause gewohnt. Und dann kam der tatsächlich zu uns nach Hause. Es war wirklich so. Also der kam einfach die Treppe hoch. So. Und dann... Ich hatte ihn ja auch schon kennengelernt. Glaubt man immer nicht, wenn man die Leute nur aus dem Fernsehen so kennt, dass die überhaupt auch nahbar sind. Es gibt natürlich unterschiedliche Menschen. Ja, ja. Aber total. Thomas kann ich sagen, das total. Ist kein Wunder total. Im Nachhinein, dass das... Nein, und es war wirklich so, der war ein echter Mensch. Und der war so unterschiedlich zu dem Bild, was ich von ihm als, ich sage jetzt mal, Fan hatte, dass ich das total krass fand, dass der dann da saß und einfach, dass wir uns so unterhalten haben darüber, wie man jetzt mal weiterkommt und so weiter. Ne? Und ich fand das total toll. Und dann
realisiert, dass es wirklich der Thomas Anders ist, habe ich das erst, als er dann den ersten Ton gesungen hat. Mhm. Also dann, genau. Okay, das ist ja wirklich, das ist ja krass. Genau. So. Und auf jeden Fall haben wir uns dann, die Zusammenarbeit wurde dann immer enger und das hat alles gut funktioniert und so. Und dann hatten wir dann plötzlich die Idee, ich hatte eben mein Zeug zu Hause, er hatte auch ein bisschen Zeug zu Hause, ob wir uns nicht einfach mal so einen Raum irgendwie in Koblenz anmieten sollten und da mal so ein Studio bauen. Mhm. So. Und das haben wir dann gemacht. Das war 1998, genau zum Modern Talking Comeback, haben wir das Studio. KGB. KGB, genau. So, das war dann das KGB-Studio. Genau. Und auch immer noch viel Russland und so weiter. Mhm. Damals. Also insofern kann man mit Fug und Recht behaupten, Thomas hat mir wirklich sehr geholfen, in der Musikindustrie überhaupt anzukommen und reinzukommen, Fuß zu fassen. Und umso schöner ist es, dass das dann, als Modern Talking kaputt ging, 2003 war das dann, glaube ich, waren ja dann auch, sagen wir mal, die Erfolge nicht mehr so groß bei Thomas Solo. Es lag aber auch daran, gar nicht, dass er da unbeliebt ist oder sonst was, sondern es lag einfach daran, dass er seinen Fokus ins Ausland gelegt hat. Also er war dann gar nicht mehr so aktiv in Deutschland. Mhm. Und dann haben wir ein paar Jahre später, habe ich ihm dann dringend dazu empfohlen, auch mal Deutsch zu singen und mal sowas auszuprobieren und so. Wir haben ja verschiedene Platten dann gemacht und so weiter. Und dann habe ich ihn noch mit Florian Silbereisen zusammengebracht und habe dafür gesorgt, dass es so ein Duettalbum gab und so. Und ich glaube, das war dann 2020, ging dieses Duettalbum dann von 0 auf 1 in die Charts. Und da war ich dann wirklich total happy, weil endlich konnte ich ihm was zurückgeben dafür, dass er mir den Startschuss gegeben hat. Hatte er plötzlich was ganz Zählbares. 17 Jahre nach dem Ende von Modern Talking war Thomas Anders wieder auf Platz 1 in Deutschland. Und ja, das war, ich erinnere mich an den Tag, als von der GfK, da gibt es dann immer so einen Nummer 1 Award, wenn dann sowas passiert. Und er kam dann an bei Thomas und wir haben das auch auf Video. Das gibt es, glaube ich, auch bei YouTube. Also der freut sich wie ein kleiner Junge. Mhm. Und das meine ich eben mit, also da menschelt's total, ne? Und Thomas ist einfach ein ganz feiner Kerl, ist einer meiner engsten Freunde mittlerweile. Wir kennen uns wirklich seit, ja, fast 30 Jahren, so, und, oder über 30 Jahre, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, aber das ist auf jeden Fall toll, so. Hat der Florian Silbereisen dir den Weg so in die öffentlich-rechtlichen Sender geebnet oder war da vorher schon Kontakt oder wie hast du den Florian kennengelernt eigentlich? Man muss ja auch Folgendes sehen. Also ich habe ja 2006, 2007 schon die ganzen Casting-Bands gemacht für Super RTL im Kinderbereich. Banneroo, Before und so weiter. Da gab es ja auch wirklich ein paar Nummer-1-Alben und ein paar Erfolge. Das war schon sehr fernsehgetrieben. Fernsehmarketing, Fernsehsports und so weiter. Ich habe 2001 Großer Bruder geschrieben für Slatko und Jürgen. Auch Big Brother Titelsong und genau, so weiter, also auch sehr fernsehgetrieben. Also das lineare Fernsehen ist für mich immer in meiner Zielgruppe, in der ich so unterwegs bin, sehr, sehr wichtig. Elementar, ja, so. Absolut, absolut. Insofern war das eben auch ein kalkulierter Schritt zu sagen, das, was wir damals eben noch bei The Dome vermarktet haben, funktioniert garantiert in der Zielgruppe jetzt bei Silbereisen. Und deswegen war das für mich einfach ein logischer Schritt zu sagen, ich muss in diese Welt, ich muss da rein. Und wenn man jetzt mal das Künstlerroster sieht, was sozusagen da so funktioniert, dass ich da ständig Nummer 1 Alben gemacht habe, das ist dann Eloy de Jong von Caught in the Act, der früher bei The Dome war und dann beim Schlagerboom erfolgreich. Das war Giovanni Zarella von Brosis, damals The Dome, dann Schlagerboom. Das ist Thomas Anders, Modern Talking, damals The Dome, jetzt Schlagerboom. Das ist, dann haben wir ja auch noch so Sachen gemacht wie La Fee beispielsweise, auch The Dome, Schlagerboom, No Angels, The Dome, Schlagerboom. Wenn ich heute also, Schlagerboom schaue, ist für mich 75% Christian Keller. Also ja, das ist wirklich ja. So geil. Aber die Sache, also die Dinge funktionieren in dieser Zielgruppe so gut und das, da bin ich eben, das ist eben dieses Analytische, was ich so habe,
das sind die gleichen Menschen, die damals The Dome geschaut haben. Die sind halt jetzt 25 Jahre älter und hören Atemlos durch die Nacht. Die haben aber früher Yomahatimasol gekauft. Und das sind die, genau die gleichen Leute. Die sind nur älter geworden. Deswegen machen wir es jetzt auf Deutsch. Aber wir machen im Grunde die gleiche Erzählgeschichte. Wobei, wenn ich beim Schlagerboom die ersten reingucke, da sind so viele junge, auch Mädels, aber auch Kerl, das würde ich, also stimmt, das kommt auch in einen jungen, eher jungen Zielgruppe, das ich früher gar nicht vorstellen. Also Schlager war es so, ach nein. Es liegt aber auch ein bisschen an dem Sound, den ich auch mitgeprägt habe. Ne? Also wir versuchen ja wirklich nicht mehr, also wenn man früher von Schlager gesprochen hat, hat man die Flippers im Ohr gehabt und so. Und heutzutage klingt eben Schlager wie Thomas Anders, Florian Silbereisen oder Giovanni Zarella oder Eloy de Jong oder sowas. Und wir haben einfach geschafft, durch diese Formate, die es da im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gibt, die Grenze zwischen Pop und Schlager zu verwischen. Und eigentlich ist es so, dass ich nach wie vor Popmusik produziere, jetzt mit deutschen Texten, so call it Schlager. Nimm deine Produktion und keine Antwort von Thomas Anders. Sie sagte, sie liebt mich und lass da Ed Sheeran drauf singen. Denkt auch jeder, ach, das funktioniert nur so. Du kannst das eben komplett auf Englisch machen, genau, auch, und dann hast du Popmusik. Genau. Und das ist eigentlich das Erfolgsrezept, wenn man so möchte. Ne? Also deswegen ist die Trefferquote eben auch so hoch. Ich sage auch nicht, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich habe bestimmt auch ab und zu mal Unrecht. Aber die Dinge, die dann tatsächlich veröffentlicht werden, die funktionieren ja meistens. Mhm. Also ich glaube, ich muss jetzt kurz überlegen für die Statistiker, aber ich habe in den letzten 5 Jahren nicht ein Album veröffentlicht, was nicht Top 5 gechartet ist. Wow, Hammer. So, und das waren 25 Stück oder sowas. Also, und Chapeau, also muss man erstmal schaffen. Also, weil am Ende, wie du auch sagst, am Ende entscheidet immer noch der Zuhörer draußen, ob es ihm gefällt oder nicht. Genau. Klar muss man in die Verbreitung kommen, aber am Ende, es kann ja. Ja. Neu. Heino, die Idee hätte auch total floppen können, aber dass es so durch die Decke ging. Ja. Ja, aber das ist halt eben auch Mut, ne? Also, ja, man muss halt eben auch ein bisschen um die Ecke denken und andere Wege gehen, weil es ist sehr langweilig. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, der Geller covert nur oder sowas, weil ich eben auch viele Cover-Konzepte mache. Aber was sie eben nicht verstanden haben, ist das, was ich eben erklärt habe. Ich erzähle eine Geschichte. Und wenn da das Cover essentiell ist, Giovanni Zarella singt deutsche Hits auf Italienisch, kannst du nicht neu schreiben, musst du covern, weil du die beiden Wurzeln verbinden möchtest, weil du eben sagen möchtest, der wohnt in Stuttgart oder Köln, ist aber Italiener, lass uns die Wurzeln verbinden, das kannst du nicht mit deutschen Songs, mit eigenen Songs machen, da musst du covern. Musst du dir eigentlich eine Freigabe besorgen, wenn du immer auf deutsche Texte machst? Genau. Aber hast du dann mit deinem Erfolg auch weniger Probleme, oder? Genau, also das lustigerweise ist das mittlerweile so, wenn die Verlage lesen, Christian Geller ist Produzent, dann kriegen wir relativ einfach eine Freigabe gerade. Ja. Ich hoffe, das hält noch ein bisschen, aber im Moment ist das ganz gut. Eloy de Jong, ich kenne ihn jetzt auch nicht persönlich, aber er kommt auch sehr menschlich, sehr sympathisch rüber. Ist dir das wichtig, dass du mit Herzmenschen als Künstler auch arbeitest? Oder ist dir, wenn du ein Konzept hast, egal wie der Mensch ist? Diese zwischenmenschliche Sympathie, die muss vorhanden sein bei dir, oder? Die muss vorhanden sein, weil ich habe ja eben erzählt, ich möchte gar nicht den Künstler erzählen, sondern den Menschen. Und bevor ich jemanden erzählen kann, muss ich ihn ja kennen. Und wenn du jemanden kennenlernen möchtest, musst du ihn ja mögen. So, also insofern, das hängt irgendwie alles zusammen. Es gibt endlose Gespräche, bevor wir ins Studio gehen, ja. Sehr schön. Hey, du bist gut vorbereitet. Ich bin gut vorbereitet? Nein. Doch, bist du. Ich finde das super. Ist für mich auch ganz schön, weil es ist für mich ja auch eine Zeitreise, die wir gerade unternehmen. Ja, genau. Das höre ich immer wieder. Das ist super. Das höre ich immer wieder. Giovanni Zarella, würde ich auch nochmal drauf kommen, der hat ja auch einen tollen Weg jetzt die letzten Jahre gemacht mit einer eigenen ZDF-Show und so. Aber das hat er im Prinzip auch dann dir wahrscheinlich auch zu verdanken. Also, das klingt immer so blöd, dir zu verdanken, aber er war ja auch nicht so im Geschäft eine Zeit lang drin, oder? Ja, bestimmt spielt das eine Rolle, wenn man die ZDF-Show sieht, die Bavaria da produziert, die fußt natürlich auf dem Konzept, große Hits auf Italienisch zu singen. So. Giovanni hätte bestimmt es schwieriger gehabt, beim ZDF so einen großen Deal zu bekommen, wenn er vorher nicht die Erfolge gehabt hätte. Es hängt ja immer alles zusammen und das Leben ist ja wie eine Treppe. Es ist am Ende immer eine Teamleistung. Also ich würde nicht sagen, er hat mir was zu verdanken. Ich habe ihm ja auch viel zu verdanken, weil dadurch, dass er jetzt so eine Sendung hat, wo ich natürlich auch regelmäßig hinter der Bühne bin, habe ich natürlich auch Zugriff auf ganz, ganz tolle Künstler und baue mein Geschäft dadurch auch weiter aus. Insofern ist es ein wunderbares Give and Take, total auf Augenhöhe. Und das ist sowieso, also es gibt ja auch schwierige Künstler. Ich habe einmal eine Geschichte gehört vom
Jennifer Rush damals, der Produzent, hat sie irgendwann mal vom Flughafen abgeholt, gerade als es dann Power of Love damals durch die Decke ging und so. Ja, sie hat damals einen Porsche gekauft, dann kam es an, ach, hast du dir von meinem Geld wieder einen Porsche gekauft? Ja, ja. Ja, ja. Nein, das ist immer ein Win-Win, da sind immer mehrere Leute dran. Ist es wirklich, ist es wirklich. Also dadurch, ich meine, am Anfang war es natürlich so, dass Giovanni mich um Hilfe gebeten hat, sein Talent und sein Potenzial in den Fokus zu stellen, weil der hat ja vor mir nichts anders gemacht als nach mir, der ist einfach so, wie er ist, der ist sympathisch, der ist talentiert, der kann sehr, sehr viel, der ist ein toller Entertainer, der hat das nur, das muss ich auch sagen, der hat das selber nicht mehr geglaubt, weil er natürlich sehr, sehr viele Rückschläge erlitten hat nach Brosis, aber ich habe ihm halt geholfen und das ist eben eigentlich auch immer das Credo, wie ich arbeite. Ich versuche immer den Künstlern zu erklären, wie sie die beste Version ihrer selbst werden. Und das sehe ich auch als großen und essentiellen Teil meiner Aufgabe. Es geht nicht darum, die geilste Bassdrum zu mixen oder sowas. Das ist auch wichtig. Lass uns nochmal zu den Schuhen gehen, dass die eine gute Sohle brauchen, ist klar, sonst verkaufst du nichts. Dann gibt es Beschwerden. Aber wenn der Künstler selbst nicht dran glaubt, dann kann er das Thema überhaupt nicht verkaufen. So, und deswegen ist es auch viel Psychologie und viel lange Gespräche, Diskussionen, und immer wieder, ne? Also man muss da immer dranbleiben und man muss eben in der Kommunikation mit dem Künstler bleiben und dann hat der auch langfristig Erfolg. Also letzten Endes ist es auch so zum Thema Give and Take. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr ein Duett produziert von Giovanni mit Michael Bublé. Mhm. So, wäre ich sonst niemals rangekommen, mit Bublé mal zu arbeiten. Jetzt gibt es ein von mir produziertes Duett von Giovanni Zarella und Michael Bublé. Da habe ich dann auch was von, dass das funktioniert hat. Ne? Also deshalb, ich bin total happy, dass wir, und das ist eben auch das, was Menschen, die vielleicht anderen etwas nicht gönnen, nie verstehen können. Wenn einer von uns wächst, wachsen wir alle. Sehe ich ganz genau so. Und das hat eben auch mit der ganzen Musikindustrie zu tun, die ja auch eine wahnsinnige Talsohle durchlitten hat. So, also insofern, jeder Erfolg, egal ob das jetzt von Lindenberg ist oder von Helene Fischer oder von den Amigos oder eben von meinen Themen, ist toll für die Branche erstmal. Und zeigt, dass das Bedürfnis an Musik nach wie vor da ist und dass die Bereitschaft da ist, von Menschen dafür Geld auszugeben. Ich habe eine Frage eigentlich, die hat sich jetzt wahrscheinlich schon, weil du so viel erzählt hast, sicher übrig. Trotzdem stelle ich es immer. Machst du mit deinen Künstlern 360-Grad-Deals dann? Also wirst du, weil früher Produzent war ja früher so, dann CDs wurden verkauft, da habe ich Geld verdient, Streaming wird verkauft, da verdiene ich auch dran. Aber, oh, schade. Der Buzzer. Also dann. Nee, aber also ich kann mal, also generell sehe ich das Verhältnis zwischen mir und den Künstlern definitiv 360 Grad. Ich würde niemals über Deals ausplaudern, deshalb der Buzzer. Aber ich glaube fest daran, dass Erfolg nur möglich ist, wenn man den Künstler 360 Grad betreut. Ich glaube, so wie du das auch machst, was du alles anbietest, muss es ja auch so. Also ich bin kein Auftragsproduzent. Ich habe noch nie Erfolg gehabt als Auftragsproduzent. Will ich auch gar nicht haben, weil ich das, was mich am meisten an meinem Beruf reizt, ist das Zwischenmenschliche. Ich will wissen, wer hinter dieser Maske steckt, die wir alle kennen aus dem Fernsehen. Und dann kann ich demjenigen auch helfen, die beste Version seiner selbst zu sein. So. Und das geht nur 360 Grad, ganz klar. Genau. Ja. Nach den ganzen Sachen habe ich es mir auch. Ja. Kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Ja, den lieben Lukas Cardales hast du letztes Jahr ja auch produziert im Album. Wie kam Lukas hat mir, glaube ich, erzählt, dass du auf die Ideen, du hast ihn angesprochen, glaube ich, oder? Genau. Genau. Ich habe Lukas angesprochen, weil es gibt ja diese Kandidaten, die mal berühmte Väter hatten, die es besser sein lassen. So. Lukas ist das andere Lager. Ich halte Lukas Cordalis für einen fantastischen Entertainer. Lukas hat den Charme und die Sympathie genau geerbt von seinem Vater. Mhm, absolut. Ist ein wahnsinnig netter, integrer Kerl.
Und ist es absolut wert, dass er Erfolg hat. Insofern bin ich total froh. Ich glaube, wir sind auf 5 gechartet mit seinem Album im letzten Jahr. Das war ja, also da habe ich auch, da habe ich mit ihm dann auch telefoniert an dem Freitag, als dann die Charts rauskamen und so. Und ich glaube, das hat sein Vater nie geschafft. Also sein Vater hatte 1, 2, 3 Single-Hits, die sehr, sehr erfolgreich waren. Aber ein Album in den Top 5 gab's nie von Costa Cordalis. Insofern war das für Lukas was ganz Besonderes und im Umkehrschluss natürlich auch für mich, weil das ist genau das, was ich erzählen möchte. Ich möchte einfach menschliche Geschichten erzählen zu Marken, die wir alle kennen. Und wenn wir sowas gemeinsam schaffen, dann ist das so ein Moment, wo ich weiß, warum ich das alles tue. Mhm. Ja. Und der liebe Lukas hat mir für dich auch eine Frage geschickt. Hallo lieber Christian, hier ist Lukas. Lieber Christian, du bist ja mein absoluter Lieblingsproduzent, das weißt du auch. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Wer hat dich denn so am Anfang deiner Laufbahn inspiriert? Wer war vielleicht sogar ein Vorbild als Produzent? Das würde mich jetzt interessieren. Und jetzt noch was. Ich freue mich, nächste Woche mal deinen neuen Studiokomplex persönlich ansehen zu können. Also auf den Fotos sieht es so gigantisch aus. Ich freue mich total drauf. Ganz liebe Grüße aus Mallorca. Der Lukas, ja. Wer hat mich inspiriert? Quincy Jones. Michael Jackson. Also nicht nur Michael Jackson, sondern Quincy Jones hat ja, das habe ich dann später erfahren, das war als Kind, war das natürlich der Michael Jackson Produzent, aber Quincy Jones hat schon Sinatra produziert in den 60ern und so weiter. Ne? Also ich erinnere mich daran, es kam jetzt gerade, weil Thriller 40 wurde, glaube ich, in diesem Jahr von Michael Jackson. Da gab es so eine Jubiläumsedition und da habe ich ganz viel drüber gelesen. Und da kam und da wurde mir nochmal klar, warum Quincy Jones ein absolutes Vorbild war für mich. Dieses Storytelling, was er da gemacht hat. Also er hat dieser Song Thriller, der hieß nicht Thriller, der hieß Starlight. Mhm, okay. Und Michael Jackson hat immer gesungen, 'cause it's a starlight, starlight. So, und Quincy meinte dann, ah, it's really boring. I mean, let's discuss it, but the song is great, but we need a story at least. So, dass dann Thriller mit dem Video, was damals gemacht wurde, halbe Stunde lang und so weiter, das erfolgreichste Musikvideo der 80er wurde, das wäre mit Starlight sicher nicht passiert. Nee, wahrscheinlich so. Nicht. Ja. Aber die Art und Weise der Arbeit, die ist durchaus vergleichbar. Und deswegen war Quincy schon in den 80ern ein großes Vorbild. Na gut, mit Starlight, vielleicht hätte es kein Video, vielleicht hätte es dann irgendwie ein Musical gegeben oder so. Ja, ja, genau. Genau. Ja. Genau, und wie gesagt, kennst ja, du arbeitest wirklich mit vielen, vielen Menschen. Wir haben ja auch über den Thomas Anders schon so viel gesprochen. Und der liebe Thomas hat mir für dich auch noch eine Frage geschickt. Lieber Christian, wir kennen uns ja wirklich sehr, sehr gut. Aber das, was ich, wenn ich so nachdenke, noch dich noch gar nicht gefragt habe, in irgendeiner Form, was dich als Producer oder als Songwriter betrifft, wen würdest du gerne mal produzieren? Ich meine, die Frage stellt bei mir auch oft, mit wem ich gerne mal ein Duett singen würde. Aber jetzt für dich, wen würdest du auch gerne mal produzieren? Weil ich finde, produzieren ist noch immer was Intimeres, als einfach nur ein Duett mit jemandem zu singen. Also wen würdest du gerne produzieren? Und auch im Umkehrschluss, wen hättest du gerne mal produziert von den Künstlerinnen und Künstlern, die leider nicht mehr unter uns sind? Das ist, glaube ich, mal eine sehr interessante Frage und ich freue mich schon auf die Antwort. Ich habe einen wirklich ganz großen Traum, von dem ich eigentlich nicht glaube, dass er noch in Erfüllung gehen wird. Aber ich war als Kind ein Riesenfan der Pet Shop Boys. Und ja, ich überlege schon die ganze Zeit, Mensch, wie kommt man da ran und so weiter. Ne? Also Pet Shop Boys ist sowas. Also ich habe ja jetzt beispielsweise, also international geht es ja auch ganz gut los jetzt. Ich mache jetzt gerade ein Album mit Anastasia sprechen auch noch gerade mit 2, 3 anderen wirklich großen internationalen Stars. Wir haben jetzt glücklicherweise eben auch das passende Studio, so dass die alle wunderbar kommen können und hier alles machen können. Aber die Pet Shop Boys, das wäre the cherry on the cake sozusagen. Ja, ne? Also okay. Mit denen mal was zu machen. Ich meine, der
Der Chris Lowe schreibt ja die Nummern alle selbst. Das wäre auch völlig in Ordnung. Das dürfte er auch weiter tun. Also, ich gebe dir mal die Nummer. Ja, das wäre gut. Nein, aber also Pet Shop Boys ist eine echte Herzensangelegenheit. Also ich habe ja 2005 sogar für meine andere Lieblingsband Aha ein paar Remixe produzieren dürfen. Insofern, die habe ich schon, also die sind schon abgehakt auf der Liste. So. Aber also Pet Shop Boys fehlen noch und ja, das wäre eigentlich, also dann könnte ich aufhören, glaube ich. Die Pet Shop Boys mal hier gewesen. Pet Shop Boys habe ich, habe ich auch mit 16 angefangen, Musik zu produzieren. Pet Shop Boys war auch was, dieses Heartbeat, glaube ich, My Heart Start Missing a Beat. Heart hieß die Nummer. Heart hieß die Nummer, genau. Und auch Depeche Mode waren auch so zwei Künstler, wo ich sage, was als elektronische Musik war. Ja, war ja, es ist toll und auch diese Emotion in dieser Stimme von Neil Tennant bei den Pet Shop Boys ist schon krass. Ja. Hast du Menschen, Mitarbeiter, die dir hier bei Produktion helfen oder machst du alles selbst? Also gut, gibt es ein Videostudio, das ist vielleicht, keine Ahnung, hast du ja schon gesagt, du wirst jetzt keine Videos selbst drehen. Nee. Aber wie sieht es aus bei der Musik? Hast du Leute, die dich unterstützen? Ja. Ich habe verschiedene Teams, die mir Arrangements machen natürlich. Ich mache zwischen 6 und 8 Alben im Jahr, das kannst du ja, nicht kannst alles du alleine nicht machen. Also hier verlassen 120 Songs im Jahr das Studio, die alle veröffentlicht werden. Alle 3 Tage? Wo? Ja, eigentlich. Wenn man ja sonst nichts zu tun hätte. Genau. So, aber also was ich, also so vom Prozess her, was ich selbst mache, ist das Writing natürlich. Dann mache ich so Schmuddeldemos, nenne ich die immer, die ich dann sozusagen singe. Ne? Da ist ein bisschen Drum-Arrangement schon drin und so weiter. Dann gebe ich das ab. Dann schicke ich am besten einen Chart-Hit mit, den ich ganz gut finde, der dazu passt und sage, mach mal. Mhm. Und dann bekomme ich Spuren zugeschickt und dann frickle ich noch ein bisschen selbst was dazu. Dann nehme ich die Künstler alle selbst auf. Dann mache ich den Endmix auf jeden Fall auch. Und was ich auch immer exzessiv mache und selbst mache, ist das Vocal-Editing. Mhm. Also jeder Ton, jede Phrase wird alles selbst von mir editiert. Ich mach den finalen Mix, mach das Writing und mach eben das Schummeldemo. Aber mir jetzt den Stress noch anzutun, wirklich die passende Bassdrum für den Song zu suchen und so weiter, das schaffst du nicht. Vielleicht, wenn ich dann mal ein bisschen weniger mache, in 3, 4, 5 Jahren vielleicht, dann vielleicht mache ich nicht weniger. Ich habe übrigens wirklich auch seit vielen, vielen, vielen Jahren das gleiche Team. Also ich habe die gleichen Arranger, habe die gleichen Chorsänger, die gleichen Gitarristen. Also immer alles das, was angeliefert werden muss, wird von den gleichen Leuten angeliefert. Das hat natürlich enorme Vorteile. Also wir wissen alles, was wir voneinander haben, die wissen, was ich brauche, die wissen, wie das klingen muss. Ich habe hier natürlich meine Voreinstellungen, meine Channel-Strips abgespeichert, sodass ich einfach weiß, der Gitarrensound ist immer gleich und so weiter. Mhm. Also das beschleunigt die Dinge schon sehr. Absolut, ja. Ja. Muss man ja auch. Sonst kommt es ja gar nicht hinterher. Kannst du eigentlich nach Noten spielen, komponieren oder bist du kein Notenmensch? Ich habe keine Stunde Klavierunterricht gehabt in meinem Leben. Ich kann das alles überhaupt nicht. Kann aber trotzdem spielen. Also ich kann jetzt bin kein virtuoser Pianist, aber ich klopp halt Akkorde und schreibe halt dazu. Ne? Und das war auch nie mein Anspruch. Also ich wollte nicht ausgebildeter Musiker sein. Und ich habe immer sehr mit meiner Zeit gehaushaltet und meiner Energie. Also ich habe mich wirklich darauf fokussiert, auf das, was ich unbedingt lernen musste, um diesen Beruf so auszuüben, wie ich ihn heute ausüben darf. Ich bin auch notentechnisch Autodidakt, also da auch eher Akkorde halten, aber wenn es komplizierte Akkorde sind, wird es auch schon wieder. Ja, Heino hat sich immer kaputt gelacht über mich, weil Heino ist natürlich alte Schule, hier ich singe nur vom Notenblatt und so. Und ich so, Heino. Haben wir nicht. Ja, genau. Schick mir mal die Noten zu Junge von den Ärzten. So, ne? Was? Wie? Ich habe einen Text hier. Ja, aber ich weiß doch gar nicht, wo geht das denn hoch und wo geht das runter? Oh, wie geil. So, ne? Also. Das war schon, also die Heino-Produktion war sehr, sehr lustig. Sehr lustig. Sehr cool. Du bist ja hier total modern ausgestattet. Wie sieht es aus so mit KI, künstlicher Intelligenz? Schon mal da sich Gedanken drüber gemacht? Ob man das auch noch irgendwann integriert ins Studio oder habt ihr es vielleicht sogar schon? Nee, wir haben es nicht. Ich hab das so, als es jetzt vor 2, 3 Monaten irgendwie hochkam, das Thema, habe ich es als echte Bedrohung empfunden. dieses Chat-GPT und alles, was da gibt. Also ich habe so einen Zugang auch zu Chat-GPT, weil ich das direkt ausprobieren wollte und habe dem Chat-GPT gesagt, er soll mir mal einen Schlagertext schreiben und so. Der war so scheiße, dass ich gedacht habe, alles klar, mein Job ist sicher. Das ist alles sehr gut. Geil, sehr geil.
Genau, das hast du vorhin ja schon erwähnt. Anästhesia produzierst du jetzt auch. Wie kam der Kontakt zustande? Dann hast du wie immer. Ich laber alle an. Hm? Echt? Ja, ja, klar. Die brauchen alle Hilfe. Es gibt keinen Künstler, der auf der Bühne steht und alles selbst macht. Gibt es nicht. So, die brauchen alle ein Team. Ich laber alle. Ja, das ist so. Also ich hab da, Craig Logan ist der Manager von Anästhesia. Habe ich aber gegoogelt einfach. Und dann dachte ich, Craig Logan, den kenne ich doch. Total lustige Anekdote. Weißt du, wer es ist? Hope me now, nicht Craig Logan. Nee, nee. Das war Johnny Logan. Ja, genau. Du kennst dich ja noch, Bros, When Will I Be Famous. Ja, klar. Der Dunkelhaarige neben den Zwillingen, das ist Craig. Echt? Und das ist der Anästhesia-Manager. Ja. Und ich ziehe den jetzt auch immer auf. Ne? Also immer, wenn wir uns sehen, wenn ich ihn anrufe, sagt er Hello. Und ich mache immer When will I be famous? Asshole. So, weißt du? So. Das ist eine ganz lustige Anekdote am Rand. Aber Anästhesia hat eine unfassbare Geschichte hinter sich, zweimal Krebs erkrankt, zweimal geheilt. Mhm. Morbus Crohn, die hat wirklich richtig Kacke erlebt. Mhm. So, ne? Und für mich ist das ja eine perfekte Geschichte, weil die Fallhöhe ist super. Kannst du dir deine Geschichte erzählen? So, und genau. Geht's gar nicht um ein neues Anästhesia-Album, sondern ich will die Geschichte dieser Frau erzählen. Mhm. Und das machen wir auf dem neuen Album. Das Album wird übrigens heißen Best Days, der Song auch. Und der Song, also der Text im Refrain geht, These are the best days, weil sie natürlich so viel Mist erlebt hat. Ja, jetzt ist sie 50 und perfektes Alter und jetzt geht sie nochmal ab und so weiter. Und ja, finde ich einfach ein tolles Thema und inhaltlich auch klasse zu erzählen. Also die kannst du in jede Talkshow setzen, die wird alle zu Tränen rühren dadurch und auch nochmal jedem vor Augen führen, wie schön das Leben eigentlich ist. Wie hast du mit ihr selbst schon gesprochen wahrscheinlich, oder? Ich habe mit ihr schon aufgenommen. Genau. Mhm. Und wie kommuniziert man mit solchen Stars? Denn dann, das aber haben wir ja vorhin auch schon gesagt, viele von diesen Stars, die man sieht, denkt man, oh Gott, das muss doch Anästhesia, spricht überhaupt mit jedem, aber das die meisten... Das habe ich traurigerweise so ein bisschen verloren. Mhm. So dieses Fan-Ding habe ich nicht mehr. Also für mich ist Anästhesia, die heißt ja auch wirklich Anästhesia, ist ja ein echter Name, für mich ist Anästhesia, also die Frau. Dass wir jetzt da so ein Produkt zusammenbauen, sehe ich sehr, sehr professionell. Mhm. So. Und das ist nicht die Left Outside Alone Frau, sondern das ist Anästhesia. So. Und mit der, die hat eine harte Lebensgeschichte erzählt, genau. Und mit der mache ich jetzt eine Platte. So. Und das ist auf der einen Seite schade, dass ich das nicht mehr so empfinde, weil es ist natürlich krass und es ist halt Wahnsinn, wenn wir halt hier sitzen und ich denke, okay, das ist, ich habe jetzt auch gleich ich habe in anderthalb Stunden mit ihr eine Telefonkonferenz wieder, wo wir uns dann über FaceTime unterhalten und sie hat die letzten zwei Tage an einem Text gearbeitet, jetzt will sie meine Meinung dazu haben und so. Es ist ein sehr künstlerisches Zusammenarbeiten, schön. Also sehr eng auch und ihre Meinung oder meine Meinung ist ihr wichtig und so weiter und das macht enorm viel Spaß, weil es total auf Augenhöhe ist. So, ich bin überzeugt davon, dass wir damit einen großen Erfolg landen werden, weil ich jetzt schon weiß, was ich nicht verraten darf, was wir da alles machen und auch da wieder, da habe ich mir auch im Vorfeld ganz, ganz viele Gedanken gemacht zu dem Thema, wenn ich jetzt Anästhesia produziere, was mache ich eigentlich mit der und welche Geschichten erzählen wir? Und dadurch, dass die Geschichten jetzt klar sind, arbeiten wir jetzt an den passenden Songs, um die Geschichte zu transportieren. Immer das gleiche Ding. Ich bin gespannt, ich werde es beobachten. Ja, genau. Weil du gerade das Wort Fan erwähnt hast, ich habe hier einen Fan von jemandem, der dir auch gerne noch eine Frage stellen möchte. Heißt im Übrigen auch Christian. Hallo Christian, mein Name ist Christian Milgereit. Wie du gerade hörst, läuft im Hintergrund von Sandra Everlasting Love. 2006 hast du den Song neu geremixed. Meine Frage an dich ist, warum wurden die Vocals damals neu aufgenommen? Everlasting Love ist für mich auch eine... Ich habe ihn nicht geremixed, den Song, sondern das war in der Tat auf diesem Reflections-Album, was es damals gab, die einzige Neuproduktion. Also wir haben den Song komplett neu produziert. Das ist auch der Grund, warum sie ihn neu gesungen hat. Also das Original ist ja eine Abtempo und ich habe halt eine Ballade draus gemacht. Okay. So. Also insofern war mir das wichtig, dass ich dann neue Vocals bekomme. Bin ich extra nach Ibiza geflogen, habe mir den Song neu aufgenommen und so weiter. Ganz schöne Geschichte.
2006 bin ich auch Vater geworden von Joelle, von meiner Tochter. Und ich habe damals in Berlin gelebt und Everlasting Love wird mir immer in Erinnerung bleiben. Denn an dem Tag, als ich die Chöre aufgenommen habe für den Song in Hamburg, ist tatsächlich meine Tochter geboren. Ach. Und ich war im Studio in Hamburg, meine Frau rief an, Fruchtblase geplatzt. Oh. So, you are my everlasting love. Okay, scheiße, was machst du jetzt so? Ab nach Hause. So, dann war Stau, ich kam einfach nicht durch. Ne? Ja. So, dann war Joelchen schon da, als ich dann ins Krankenhaus kam und sie schaute, war sehr wach damals, also sofort irgendwie große Augen gehabt und so weiter nach der Geburt. Schaute mich an und dann habe ich gesagt, guten Tag, ich bin dein Papa. Ich habe gerade Sandra produziert, Everlasting Love. So, okay, alles klar. Du bist Sandra. Nice to meet you. Ja, genau. Ja, Christian, was ich zum Abschluss immer noch ganz gerne mache mit meinen Gästen, das Alphabetspiel. Einfach von A bis Z. Du nennst mir 5 Buchstaben und ich stelle zu jedem Buchstaben, den du genannt hast, noch einfach eine Frage. Du kannst kurz oder lang antworten, wie du möchtest. Okay. Dann machen wir C für Christian. C wie Kaffee. Wie sieht's aus mit Kaffee? Trinkst du Kaffee gar nicht viel am Tag? Wenn trinke ich Tee, also Kaffee gar nicht. Ich finde das ganz, ganz fies, mag den Geschmack einfach nicht. Mein Laster ist Coke Zero, ich weiß, ungesund Dito. Und so weiter, aber das ist, genau, ja. Okay, nächste Buchstabe. G wie Geller. G wie Geller, Glauben, bist du gläubig? Ja, ich bin gläubig, ich weiß überhaupt nicht, an was ich glaube, aber da ist irgendwas. So, bin jetzt niemand, ich überlege auch die ganze Zeit, ich bin katholisch getauft, will auch die ganze Zeit aus der Kirche austreten, weil ich das alles kacke finde, was sie da machen. Ich habe nur die Zeit noch nicht gefunden, mich abzumelden. Also ich bin ein bekennender Kirchenaustreter. Ich mache das wirklich, weil ich das nicht mehr verantworten kann mit meinem Gewissen, was da passiert. Aber ja, ich bin gläubig und ich glaube vor allem auch an mich selbst. Weil alles das, und das zeigt eben mein Lebenslauf auch in den letzten 48 Jahren, alles das, was ich selbst in die Hand genommen habe, hat auch funktioniert. So. Also deshalb. Ja, der nächste Buchstabe. D wie David. D wie David. Dancing. Kannst du tanzen? Bist du Tänzer? Nee. Also meine Frau lacht sich immer kaputt. Die sagt immer, du hast so ein tolles Gefühl für Musik, aber siehst immer aus wie ein Spacko, wenn du dich bewegst, kann ich überhaupt nicht. Gut, jetzt bin ich auch fast 2 Meter groß und so weiter. Das ist natürlich, also es ist ungefähr wie David Hasselhoff auf der Bühne, sehe ich da aus. Also das funktioniert nicht so gut. Den ich übrigens auch schon 2-mal produziert habe. Ja, genau. Ich weiß, auch ein sehr netter Mensch, glaube ich. Ja. Kenne ihn nicht persönlich, aber ja. Dann machen wir J wie Jill, meine Tochter. Joint. Hast du schon mal einen Joint geraucht? Nein. Ich trinke keinen Alkohol, habe noch nie Zigaretten geraucht, habe noch nie Drogen genommen. Also bin da, was das angeht, ganz jungfräulich. Und wie gesagt, das einzige Laster ist Koks. Wir können mich nicht angeben. Nein. Ja, sehr gut. Trinke nicht, rauche nicht, aber Coke Zero ist den ganzen Tag, morgens oder abends. Genau. Ja, dann glaube ich, ist der 5. Das war der 5. Dann nehmen wir noch A für Andrea, das ist meine liebe, liebe Frau. Genau. Aberglaube, bist du abergläubisch? Na, ich glaube, ne? Linken Fuß aufstehen oder ja, so? Ja, nö. Nein, habe ich überhaupt nicht. Oder? Nee, gar nicht. Da bin ich habe viel zu viel im Kopf, als dass ich mir jetzt noch irgendwie was merken müsste, was ich jetzt unbedingt machen müsste, damit was funktioniert. Nee, habe ich überhaupt nichts mit am Hut. Da bin ich auch viel zu realistisch für. Also ich mache lieber, als dass ich da jetzt an Aberglaube irgendwie. Das ist nicht mein Ding. Dann sage ich vielen, vielen Dank, Christian. Toller Podcast. Ich sehr gerne. Bin gespannt, sehr, sehr gerne. Aber ja, ich freue mich und bedanke mich nochmal, dass du da warst und freue mich auf das Ergebnis. Ja. Dankeschön. Danke dir. Tschüss. Backstage hinter den Kulissen des Musikgeschäfts. Der Podcast mit Björn Krumbügel.